eines der wichtigsten Gefühle für unser Leben selbst ist, dass es rund läuft. Das heißt nicht, dass es einfach sein muss. Es kann ruhig auch schwer sein. Aber es läuft rund. Es läuft in einer gewissen Bestimmung dahin. Und einer der Gründe, wenn das nicht sich so anfühlt, also wenn ihr das Gefühl habt, ah, das rennt überhaupt nicht rund. Also wird ja in Beziehungen, im Job, auf der Uni, im Sport, was es auch immer sein mag, in eurem Leben, wenn es spießt, wenn es hakt, dann ist einer der Gründe, dass ihr an etwas festhält, was vielleicht nicht mehr eures ist. Denn eines der wichtigsten Dinge, die wir in diesem Leben tun müssen, vom Anfang bis zur letzten Aktivität in diesem Leben, ist das Loslassen. Das Loslassen ist eine der essentiellsten Tätigkeiten in unserem Leben. Ich möchte gerne ein Experiment mit euch machen. Ich mache das normalerweise mit Menschen, mit denen ich arbeite, wo ich merke, die haben ein bisschen ein Thema mit Loslassen. Ich lasse sie ein Papier zerknüllen. Sie nehmen das in die Faust. Also sie machen dann so die Faust zu, wie ich es gerade mache. Und dann bitte ich sie, dieses Ding loszulassen. Was glaubt ihr passiert? Also in 90% der Fällen passiert genau das, was ich euch jetzt zeige. Da ist das Papier drinnen. Sie lassen los. Und dann schaue ich sie an und sage, das ist kein Loslassen. Denn Loslassen ist das. Ich muss das kurz wiederholen. Loslassen heißt nicht nur aufmachen. Denn Loslassen besteht aus drei Aktivitäten. Loslassen besteht, wenn wir an etwas festhalten, dass es da drinnen ist. Loslassen, die Aktivität 1 ist freisetzen. Die Aktivität 2 ist hinschauen und akzeptieren, was da ist. Und die Aktivität 3 ist dann das Fallenlassen, das Verabschieden. Wir tendieren dazu, dass wir, unabhängig davon, was es sein mag, wie gesagt, können Beziehungen sein, das können berufliche Aspekte sein, also es können Menschen, es können Vorstellungen, es können Träume sein, dass wir nur, wenn wir es überhaupt machen, aufmachen und hinschauen, es liegen lassen oder vielleicht schnell wieder zumachen, weil wir Angst haben. Ja? Und da komme ich gleich zu zwei Aspekten, warum uns Loslassen so schwer fällt. Denn Loslassen fällt uns schwer, weil es zwei wirklich negative Gefühle mit sich bringt. Und zwar ist es bei der Aktivität 1, bevor ich das da aufmache, habe ich Angst. Nehmt zum Beispiel eine Beziehung, wo ihr wisst, in der Beziehung rennt es nicht rund. Und ihr denkt, shit, aber wir halten dran fest. Weil wir halten dran fest, weil es gibt uns ja gerade Beziehungen Sicherheit. Das ist der Wert Sicherheit. Und wir Menschen tendieren dazu, lieber in Sicherheit unglücklich zu sein, als frei glücklich zu sein. Ja, diese Sicherheit. Und da kommt ein Gefühl, wenn das da drinnen ist, bevor wir das aufmachen, kommt das Gefühl der Angst. Denn wir wissen nicht, was sein wird. Das zweite negative Gefühl ist, wenn das da liegt, ist der Schmerz. Denn das kann schmerzhaft sein. Wenn wir eine Beziehung haben, wo wir wissen, es rennt nicht rund und wir mühen uns die ganze Zeit ab und das wird irgendwie nichts und das haben wir eh schon alles probiert. Irgendwann, wenn wir uns dann mal mit dem Gedanken beschäftigen, vielleicht beende ich diese Beziehung, dann müssen wir da mal aufmachen. Also vielleicht sind wir über diesen ersten Status schon gegangen, wo wir gesagt haben, überhaupt den Gedanken zu hegen, ich beende diese Beziehung, dieses Aufmachen, da war Angst und wenn wir dann hinschauen, dann ist das, was da liegt, wenn diese Beziehung, dieses Papier ist da jetzt die Metapher für diese Beziehung, wenn wir wirklich mal hinschauen, was in dieser Beziehung halt alles schiefgelaufen ist, dann kann das echt wehtun. Ja, das kann wehtun. Das ist einfach so. Das macht aber nichts. Schmerzen gehören zum Leben dazu. Und dieser Schmerz, den muss man akzeptieren. Ich muss also dieses Papier, so wie es da liegt, ich muss in einer Beziehung, so wie die Beziehung dann da liegt, wie sie wirklich ist, akzeptieren. Und dann kann ich zwei Dinge machen. Ich habe nochmal den Mut, ich arbeite nochmal dran, ich gehe da noch einmal rein und denke mal, probieren wir es noch einmal mit der Partnerin, mit dem Partner. Dann mache ich es wieder zu, ich halte daran fest. Oder wenn nicht, wenn ich den Eindruck habe oder beide den Eindruck haben, dass es nicht mehr funktioniert, dann lasse ich los. Also das Papier sollte dann fallen lassen. Also das sind die Dinge, warum uns Loslassen so schwer fällt. Es ist einerseits mit Angst verbunden und es ist zweitens mit Schmerz verbunden. Ich habe es vorher schon ganz kurz gesagt, was wir in unserem Leben loslassen sollten, sind zum Beispiel Vorstellungen. Vorstellungen, Träume und auch Menschen. Vorstellungen sind, wir verändern uns laufend. Das Leben ist eine Veränderung per se und das, was wir vor 10 Jahren gedacht haben, wie wir uns unser Leben vorgestellt haben, wie wir uns unseren Job vorgestellt haben, wie wir unseren Freundeskreis vorgestellt haben, wie wir unsere Beziehungen vorgestellt haben, das mag heute alles nicht mehr stimmen. Deswegen müssen wir uns auch von Vorstellungen verabschieden. Ja? Wir müssen aber auch Träume loslassen. Träume, die wir früher gehabt haben, die passen vielleicht heute nicht mehr. Vielleicht passen sie auch nicht. Denn der Punkt ist, wenn wir nie was loslassen,
dann wird das hier immer voller und es ist anstrengend. Wir können nicht alles mitschleppen in unserem Leben. Um Neues entgegenzunehmen, um im Neuen weiterzugehen, müssen wir ganz, ganz wichtig etwas fallen lassen. Wenn wir nichts fallen lassen, dann können wir nichts Neues aufnehmen. Dann haben wir unsere Hände voll. Und deswegen müssen wir auch zum Beispiel Menschen loslassen. Und das tut weh. Menschen loszulassen tut echt sau weh. Ist so. Und es ist manchmal wichtig. Denn der Prozess des Leidens mit gewissen Menschen ist oft schwerer als dieses Loslassen. Also habt davor keine Angst. Schaut euch die Sachen in eurem Leben an und ertragt auch den Schmerz, akzeptiert es, was da ist und dann lasst es los. Mir zum Beispiel hilft in diesem Loslassensprozess eines ganz enorm. Und das ist ein Zitat von Heraklit von Ephesus. Das war ein griechischer Philosoph, hat vor 1000 Jahren gelebt, keine Ahnung. Und der hat gesagt, die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Die Veränderung. Und wenn man das mal begriffen hat, dann fällt Loslassen leicht. Denn wir sind immer in einem Veränderungsprozess. So wie wir heute in der Früh aufgestanden sind, so gehen wir heute am Abend nicht schlafen. Weil wir da ganz viel erlebt haben. Das mag uns jetzt gar nicht so auffallen. Aber wir sind immer wer Neues. Wir sind immer wer anderes. Und in dem Prozess ist auch wichtig, dass die Menschen, die Aktivitäten, dass unsere Vorstellungen, dass unsere Träume mit uns mitwachsen. Dass die einfach in unserer Entwicklung mit uns mitgehen. Und dafür braucht es laufend ganz klar nicht dieses Festhalten nur. Nicht dieses primäre Festhalten, sondern ein Freisetzen, Raum geben, hinschauen, akzeptieren. Und dann auch vielleicht ein Loslassen. Ich kann euch eines sagen, dieses Loslassen, das ist das Leichteste, das davor ist schwieriger. Die letzte Tätigkeit, die wir in diesem Leben haben, ist das Loslassen. Der Tod ist das ultimative Loslassen des Menschen. Und deswegen ist das etwas, das machen wir bis ganz zum Schluss. Also macht es, habt den Mut, habt keine Angst vorm Loslassen. Die Veränderung bestimmt euer Leben und ihr werdet immer Teil der Veränderung sein und es wird was Neues kommen. Das Schwere ist wirklich, wenn das da immer mehr wird. Das ist wirklich kacke, ich sag's wie es ist. Also in diesem Sinn, lasst's los, habt den Mut dazu. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Du schaffst es.